Es ist zumindest ein erster kleiner Einblick in das neue Hackerfestzelt, das in knapp 3 Monaten auf der Wiesn seine Premiere geben wird. Zwar konnte selbstverständlich nicht das ganze Festzelt zur Anschauung aufgebaut werden, aber anhand der Donieselbox erhält man schon mal einen ersten atmosphärischen Vorgeschmack. Das Wichtigste, was sich nicht ändert, ist der Himmel der Bayern. Das Hackerfestzelt hat einen Charakter mit dem Himmel, mit den Sternen, mit den Wolken, mit der Schäfflerbühne, die sich dreht, und auch mit der München-Silhouette, mit der gemalten, das wird bleiben. Das Hackerfestzelt wurde von der Firma Deuter in Fürstenfeldbruck komplett neu gebaut. Die Kosten bewegen sich im 7-stelligen Bereich. Über genaue Zahlen schweigt sich die Brauerei jedoch aus. Von der Technik her haben wir eine neue Dachausbildung. Wir haben ein sogenanntes Sheddach. Das ist eine Konstruktion, die es bei der Firma Deuter exklusiv gibt. Wir haben das für die Hackerbrauerei konzipiert, weil die Anforderung war einfach, das Raumklima da drin zu verbessern. Und das haben wir mit dieser Sheddach-Ausbildung geschaffen. Wir haben uns natürlich da viel Gedanken gemacht. Wir nutzen die etwas mehr Höhe, die uns zustehen, jetzt aus. Das heißt, der First, das Dach geht ein Stück nach oben, so 1,5 Meter in etwa. Und dadurch kriegen wir natürlich auch in den Boxen mehr Höhe. Wir haben jetzt nicht mehr zentrale Toiletten hinten links, sondern wir haben jetzt auf jeder Seite eine zentrale Toilette, die halt leicht erreichbar ist. Wir haben wieder mehr Toilettensitzplätze. Wir haben den Aufgang zur Galerie verbessert für intern, für die Versorgung unserer Gäste. Und das ist eine wesentliche Verbesserung gewesen. Zwar ändert sich nichts an der bisherigen Kapazität des Festzeltes, doch optisch wird sich einiges verändern. Allerdings bleibt der typisch Münchner Charakter erhalten. München hat ja das Mittelalter verlassen. Im alten Zelt waren wir noch ein bisschen historienlastig. Jetzt geht es um das moderne München, das junge München, die Szene-Treffs, was die Stadt so zu bieten hat. Die schönste Stadt der Welt natürlich. Wird da eingefangen auf 2000 Quadratmeter, also wird eine wunderbare Sache werden. Wie kommt jetzt dieses Zelt auf die Wiesn? Ja, das machen wir für die Brauerei. Das wird durch uns abgehandelt. Wir haben ca. 100 LKW-Transporte, bis das Zelt jedes Jahr von unserer Lagerstätte bis auf die Theresienwiese kommt. Dann das Ganze wieder zurücktransportiert wird. Es ist logistisch ein gewaltiger Aufwand. Und nicht nur das Hackerfestzelt ist neu, sondern auch bei der Wirtefamilie Reuderer gibt es eine Änderung. Denn in diesem Jahr übernimmt Thomas Reuderer erstmals die Hauptverantwortung. Die Arbeit, die ich vorher gemacht habe, mache ich jetzt genauso weiter. Ich kümmere mich von vorn bis hinten ums ganze Zelt. Und jetzt halt ein bisschen mehr aus dem Büro auch noch mit raus. Schauen wir, dass wir es genauso gut zusammenbringen, wie es vorher immer gelaufen ist. 88 Tage bleiben noch Zeit. Dann muss auch das neue Hackerfestzelt fertig sein.